und herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Ja, wir sind jetzt kurz nach dem neuen Jahr, wir sind in 2017. Ja, kurz, was will ich jetzt mit dem Video hier sagen? Natürlich mal leicht angetrunken, ist logisch. Wir haben jetzt Neujahr gefeiert in dem Sinne. Und ja, auch ich will natürlich jetzt Dank sagen für dieses geile Jahr 2016. Und ja, es ist viel passiert in dem Sinne. Es gab Schattenseiten, es gab sehr viel positive Seiten. Und am positivsten seid natürlich ihr, meine Community. Finde ich mega geil, wie aktiv ihr seid, vor allem in den Streams immer. Es gibt sehr viele Leute, die haben mir mega viel geholfen 2016, da kommen wir gleich noch dazu. Das war ein das Video, was ich ja gemacht habe zum Jubiläum, ein Jahr TVOS zockt, schnell ist vorbeigegangen das Jahr. Habe ich natürlich mich mega darüber gefreut, dass so viele Leute quasi dabei waren und das Video geschaut haben und so viele Likes verteilt worden sind. Das war Rekord. Also wir haben jetzt nach einem Tag 53 Likes und 600 Klicks auf dem Video. Finde ich mega nice natürlich von euch. Ich habe mir natürlich beste Mühe gegeben, habe ich euch ja auch versprochen, dass es mal ein anderes Video wird. Von der Bearbeitung her, ich habe 20 Stunden gebraucht. Und ja, für jemanden, der vielleicht noch nicht so die Bearbeitungskünste hat oder das, ja, ich habe es ja zum ersten Mal gemacht, mit Bearbeitung von Videos kenne ich mich eigentlich nicht aus. Ja, habe ich natürlich erstmal grübeln müssen, wie funktioniert alles. Und deswegen, ja, hat lang gedauert, aber es hat sich voll gelohnt. Und jedes Video, das ich erstellt habe, habe ich echt mit viel Arbeit quasi verknüpft. Auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht nicht danach aussieht. Jedes Video, das ich mache, kostet mich viel Zeit. Also jetzt mit den neuen Videos, mit der Qualität, 2 bis 3 Stunden pro Video, um alles zu machen. Und ja, aber jedes Video ist auch wert, weil ich damit halt auch Metin 2 immer noch als Game favorisiere und hoffe auch damit andere wieder anzulocken. Und ja, man kann in dem Spiel immer noch Spaß haben. Ich hoffe, dass auch durch meine Videos ein paar Leute anfangen. Habe ich ja viele Kommentare auch in-game gehabt. Ja, community-freundlichster Streamer, fand ich natürlich, das ist natürlich, wenn man sowas von einem Spieler hört, da geht einem doch richtig das Herz auf, oder? Und ja, es war einfach ein mega geiles Jahr mit euch. Ohne euch geht's nicht, habe ich ja im Video erwähnt. Und natürlich auch andere Personen haben mir dabei geholfen, meinen Kanal so zu machen, wie er jetzt ist. Das wäre einmal ja der Linux Stream, habe ich ja gesagt. Der hat mir geholfen, dass ich meine Audioqualität ein bisschen verbessere, dass nicht ständig dieses Rauschen und so kam. Und ja, er hat auch viel in den Streams gespendet und deswegen, ja, das Gespendete kommt natürlich der Community zugute, weil ich da ja Verlosungen damit mache. Und auch ein ganz großes Dankeschön geht an den Active Crank natürlich für diese Promotion. Er macht auch Let's Plays, sag ich mal, wo einfach, ja, noch mit viel Herz an der Sache dran ist. Und ja, er ist eigentlich ein recht sympathischer YouTuber. Und deswegen, er hat mich auch promoted und mein Community-Forum somit geteilt und fand ich relativ nice. Und ich hoffe, vielleicht ergibt sich ein kleines Projekt, was ich und er vielleicht machen oder noch 2 YouTuber mehr. Wir werden es in kleinen Kreise machen, jetzt nicht so ein Projekt wie Vossi aufzieht, aber ja, im kleinen Kreise, weil mir ist da vielleicht noch ein Einfall gekommen, was man ähnlich machen könnte wie Vossi Sunshine-Projekt. Aber was es halt nicht dasselbe ist. Ja, deswegen, vielleicht wenn ihr das Video jetzt seht, ist vielleicht eine kleine Überraschung. Ich plane da was mit kleineren YouTubern auch zusammen. Und ich hoffe, dass sich da der ein oder andere findet. Ja. Natürlich, Vossi, danke für die Einladung, in dem Sinne für das große Projekt. Ich hoffe, dass du es so durchkriegst. Und dass ich dabei sein kann, weil sicher ist ja noch nicht, ob es so kommt, wie es kommen soll.
Ja, ich gucke natürlich auch sehr gerne seine Videos, was er macht. Er hat coole, sag ich mal, coole Ideen. Ja, Ideen quasi für die Projekte. Da wäre ich nie so drauf gekommen. Ich bin eher so gut in so Sachen wie Events zu erfinden oder sowas, in Spielchen. Ja. Auf jeden Fall, wenn es was wird, dann könnt ihr euch auch nächstes Jahr auf ein größeres Projekt mit Fossi und vielen anderen YouTubern bereit machen. Ich werde dann natürlich aktiv dann Videos davon machen, wenn das so funktioniert, wie er das vorhat. Aber allein die Einladung ist für mich Ehre genug. Und da danke ich auf jeden Fall Fossi dafür. Und der ist ja auch immer bei meinen Streams dabei und schreibt da im Chat mit. Und deswegen finde ich ja eigentlich relativ cool. Die Streams sind natürlich auch mein Highlight, weil ich mag die super, super gern. Deswegen gibt es eigentlich auch zwischen 2 und 3 Streams mit je 3 bis 4 Stunden Minimum, eher meistens sogar 10 Stunden am Stück. Ja, weil das einfach nur geil ist zu streamen. Das habe ich jetzt dieses Jahr durch, ja, durch Glück, durch meine neue Internetleitung wurde mir das ermöglicht. Und ich finde es einfach nur mega geil. Ich freue mich auf den Livestream heute. Und vielleicht sogar am Mittwoch, da kommt ein Special Guest vielleicht sogar vom Metin 2 Team. Und ja, auch er streamt jetzt, den habe ich letztens getroffen in Twitch. Und der hatte ein kleines Problem, habe ich gedacht, das ist schon der echte. Und ja, dann habe ich dem geholfen, dann konnte er endlich sein Mikro auch wieder einstellen. Und ja, dann könnt ihr gespannt sein, vielleicht kommt er wirklich mal auch aufs Test. Ich hoffe, dass ich ihn nur zukrieg. Dann könnt ihr ein paar Fragen stellen und so. Das wäre auf jeden Fall mein Special Guest für den Mittwoch-Stream vielleicht. Mal schauen. Und ja, auf jeden Fall auch mit Kevin danke, dass er mir natürlich die. Ja, ich finde es sowieso generell cool, dass man auf Twitch sich gegenseitig hostet, weil es ja nichts Alltägliches, dass man einfach seine Zuschauer jemand anders zuschickt. Und für mich als kleiner Streamer in dem Sinn, ich war damals, hatte ich ja, oder ja, damals vor 8 Streams, da hatte ich 10 Follower, weil mich da halt 10 Leute gefunden hatten, zufällig bei Metin 2. Und dem Hype TV danke ich natürlich auch, dass er meinen Stream eingerichtet hat. Und ja, dann hat mir Kevin gleich mal 80 oder knapp 100 waren es, 100 Zuschauer zugeschickt. Das war natürlich Wahnsinn. Da habe ich natürlich gleich dann sehr, sehr viele Leute zubekommen. Und ich werde natürlich die Streams aktiv halten, weil mir die auch wichtig sind. Und es wird auch kleine Wettbewerbe in den Streams geben, habe ich entschieden, da kleinere Projekte zu machen, dass es euch nicht langweilig wird. Weil ihr seht ja, wie ich jetzt gerade hier level und es wird vielleicht öfters in den Streams vorkommen, aber ich will euch natürlich auch abwechselnd bieten. Weil ich werde den Timo natürlich auf 120 ziehen, dieses Jahr 2017 habe ich ja angekündigt und der ist jetzt fast 108. Und dann werden wir im Sonntags-Livestream ein bisschen leveln und natürlich ein paar Dungeons machen. So wie immer. Ja, dann gab es natürlich die Schattenseiten, die Trennung mit Sanina. Hat natürlich noch nie so eine richtige Ingame-Freundin, die auch wirklich aktiv mit mir quasi das Game auch gespielt hat. Die erste hat, da war ich 7 Jahre mit der zusammen. Und ja, von den 7 Jahren waren genau 20 Stunden, die sie mit mir hier das Spiel gespielt hat. Mit Sanina war es natürlich was anderes. Das war natürlich Real Life. Und ja, es ist natürlich auch nicht so viel dann am Schluss noch geblieben mit dem Gaming. Und deswegen habe ich eigentlich noch nie Glück gehabt, einfach eine zu finden, die einfach nur dieses Metin 2 Spiel mit mir spielt, in dem Sinne. Naja, vielleicht findet sich da noch jemand. Aber das war auf jeden Fall Schattenseite 2016. Was soll man machen? Jo, dann natürlich die Gildenspaltungen waren natürlich nicht schön. Ich hoffe natürlich, dass die Leute mir da auch verzeihen für die Fehler, die ich gemacht habe. Und ja, vielleicht deine oder andere Weltenwache scheint wieder so auf demselben Pfad zu sein. Und ja, ich hoffe natürlich, dass man immer noch miteinander gut klarkommt. Klar, es gibt so manche Leute, mit denen werde ich nie wieder klarkommen werden. Ich sage da jetzt mal keine Namen. Die Leute wissen, wen ich meine. Und ja,
generell eine zweite Chance, denke ich, gibt's für jeden und man kommt generell auch gut miteinander klar. Und auch wenn jetzt das neue Jahr anbricht, muss man einfach auch zugestehen, den einen oder anderen Fehler gemacht zu haben. Aber wir werden hier weiterziehen, wir werden die Chaosbrüder auch wieder voranbringen. Auch Melee's Horde wird wieder machbar sein, weil ich werde meinen Zuran natürlich mega pushen. Und die meisten Leute, also ziehen auch mit von der Gilde, wir haben jetzt sehr viele Leute, die jetzt gerade Level 100 erreicht haben. Das sind Mappo, Luxus und jetzt auch Simon, der jetzt auch noch auf 100 zieht. Und dann wird natürlich Melee's Horde angebracht sein, weil die meisten ziehen jetzt schon Titanenschilder, Seelengürtel und sonstiges auf 9, um dort halt mitzumachen. Jo. Das wär's zu meinem Video. Ich hoffe, dass ihr heute am Sonntag den Livestream vielleicht ein bisschen mitverfolgt, auch wenn der eine oder andere den ersten Kater dann kriegt. In dem Sinne, ja. Aber wir werden schauen, wie es geht. Ich habe natürlich ein paar Kleinigkeiten jetzt verändert. Ich habe einen Bot eingerichtet und so weiter. Aber mehr dazu gibt es natürlich wie immer im Livestream oder im nächsten Video. Jo, dann danke ich für dieses geile Jahr und suchen natürlich jetzt hier ein neues Jahr anzubrechen, das auf jeden Fall positiv verläuft. Und dann würde ich sagen, wie immer abonnieren, kommentieren und ein Like da lassen und bis zum nächsten Video. Ciao.